Guten Morgen. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr hier und es ist wirklich schön, euch mal wiederzusehen. Aber auch schön, dass du eingeschaltet hast und den Gottesdienst zu Hause verfolgst. Mein Name ist Konrad Freitag und ich begleite euch heute durch den Gottesdienst zum Volkstrauertag. Ja, der Volkstrauertag, wofür steht er und an was denken wir heute? Der Volkstrauertag ist ein Gedenktag für Kriegstote des Ersten Weltkrieges. Und er wurde eingeführt und als Zeichen der Solidarität zwischen denen, die keine Verluste beklagen hatten, mit denen, mit den Hinterbliebenen der Gefallenen. Das heißt, wir gedenken heute der Opfer von Gewalt und Krieg. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlung oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben gelassen haben. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden oder Teil einer Minderheit sind. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen die Gewaltherrschaft leisteten und derer, die den Tod fanden, weil sie wegen ihrer Überzeugung und ihren Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage und um die Opfer von Terrorismus. Wir gedenken auch heute derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir wollen jetzt gemeinsam beten und wir werden heute Morgen das Gebet in Form eines Klagegebets halten. In diesem Klagegebet habt ihr Zeit oder wir die Zeit, gemeinsam unsere Trauer, unsere Klagen vor Gott zu bringen. Vielleicht denkst du aber auch gerade, mir geht's sehr gut und ich habe nichts zum Trauern oder irgendwas, wofür ich klagen muss. Dann ist das wirklich schön für dich und ich freue mich auch für dich. Und du hast jetzt auch die Möglichkeit, einfach jetzt allen Trauernden und Klagenden zur Seite zu stehen und für sie mitzubeten. Wir werden das Klagegebet in einer stillen Gebetsgemeinschaft halten. Ich werde von hier vorne Klageimpulse vorlesen und ihr habt dann die Zeit, diesen Punkt aufzunehmen und dafür zu beten. Wir beten. Herr, es gibt so viele Opfer von Gewalt und Krieg. Herr, das klagen wir dir. Überall auf der Welt leben Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft verfolgt und getötet werden. Herr, das klagen wir dir.
Menschen mussten ihr Leben lassen beim Widerstand gegen die Gewaltherrschaft. Herr, das klagen wir dir. Herr, immer wieder gibt es Opfer durch Terrorismus und Soldaten sterben bei Auslandseinsätzen, um Terrorismus zu verhindern. Herr, das klagen wir dir. Auf der Welt werden täglich Menschen Opfer von Hass und Diskriminierung. Herr, das klagen wir dir. Herr, wir können einfach nicht verstehen, warum so viel Schlimmes passiert, warum du es geschehen lässt und es nicht verhinderst. Aber trotzdem sind wir dankbar, weil wir wissen, dass du auch viel Gutes für uns bereithältst. Hilf uns bei den Fragen, zu denen es keine Antworten gibt. Und lass uns nicht vergessen, dir zu danken, wenn wir uns an schönen Dingen erfreuen. Amen. Thank you.
Ich lese uns jetzt den Predigttext. Er steht in Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte dem Toten: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitet sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Gott begegnet uns in unserer Trauer. Ich würde dir gerne mal zu Anfang dieser Predigt eine Frage stellen, die du hoffentlich bewegst in dieser ganzen Zeit, während du mir jetzt dein Gehör schenkst. Ist der Gott, an den du glaubst, eigentlich ein mitfühlender Gott? Glaubst du an einen Gott, der mit dir mitfühlt? Warum stelle ich diese Frage so in den Mittelpunkt heute? Weil Volkstrauertag ist. Weil wir uns daran erinnern, wie viele Menschen in Weltkriegen, manchmal mutig, manchmal äußerst sinnlos, ihr Leben verloren haben. Und ich habe mir die Frage gestellt: Gott, wie geht's dir eigentlich damit? Kümmert dich eigentlich, was wir Menschen uns gegenseitig antun? Kümmert dich es, wie es uns geht? Interessieren dich unsere Verluste, unsere Schmerzen, unsere Tränen, unsere Klagen? Eine Geschichte, die das sehr anschaulich macht, haben wir gerade gehört. Wir sehen hier, wie Jesus in eine Beerdigung reinstolpert. Lasst sie uns nochmal lesen und hören. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern im Gebiet von Galiläa unterwegs und zieht da von Stadt zu Stadt. Er predigt und viele Menschen laufen ihm nach. Und eine seiner Reisen führt ihn in diese Stadt Nain. Jesus läuft also auf diesem Weg Richtung Nain und mit ihm wahrscheinlich eine sehr große Menschenmenge. Und so schlendern sie alle zusammen geradewegs auf diesem kleinen Weg auf das Tor in der Stadtmauer zu, als ihnen plötzlich ein Trauerzug entgegenkommt. Damals, wenn jemand in so einer Dorfgemeinde gestorben war, dann kam das ganze Dorf zusammen, um gemeinsam den Toten zu beklagen und zu bestatten.
Und weil tote Lebewesen als sehr unrein galten und man versuchte damals sehr rein vor Gott zu leben, deswegen haben sie den Toten auch außerhalb der Stadt begraben. Da waren sie also gerade auf dem Weg. Deswegen laufen die Menschen gerade mit einem Toten aus der Stadt heraus. Und kamen dabei Jesus entgegen. Je näher sie Jesus kamen, desto lauter konnte man das Wehklagen der trauernden Frauen hören. Damals und heute gibt es Kulturen, wo es sogenannte Klageweiber gibt. Frauen, die schreien und laut weinen und klagen und damit dem Verlust eines Menschen auf respektvolle Weise Ausdruck verleihen. Es ist ein Zeichen des tiefen Mitgefühls. Denn jeder, der einen Menschen verloren hat und diesen Schmerz kennt, der weiß, dass einem manchmal jeder Ton in der Seele stecken bleibt. Trauern bedeutet, so oft weinen zu müssen, obwohl man nicht mehr weinen will. Und manchmal am liebsten nur noch weinen zu wollen, aber nicht mehr weinen zu können, weil keine Tränen mehr vorhanden sind. Trauern heißt so oft, sich die Seele aus dem Leib schreien zu wollen, aber keinen einzigen Ton rausbringen zu können. Alles zugleich zu fühlen und dann in anderen Momenten völlig taub zu sein, nichts mehr zu spüren, nichts mehr fühlen zu können. Wir in Deutschland und auch in den westlichen Kulturen, wir trauern eher still und leise für uns. Damals wurde sehr laut geklagt. Die Klageweiber wären uns heute vielleicht ein bisschen peinlich, wenn sie so laut rumschreien und klagen. Aber für die anderen war sie sehr heilsam, weil sie das tun, was die betroffene Familie manchmal nicht mehr tun kann. Das Elend in die Welt hinauszuschreien und zu Gott zu schreien. Ganz vorne vor dieser großen Trauergemeinde und den Klageweibern, die aus dieser Stadt Nein kamen, da lief die betroffene Familie. Die war immer ganz vorne dabei. Wobei von Familie kann eigentlich keine Rede mehr sein. Denn es ist nur noch eine einzige Person übrig. Eine Frau ist noch übrig aus dieser Familie. Alle anderen sind tot. Eine Frau, Mutter, Witwe, die gerade ihren einzigen Sohn verloren hat. Was für ein unsagbar schwerer Schicksalsschlag das für sie gewesen sein muss. Ein Schicksalsschlag, der brutal und rücksichtslos einen Riss durch ihr Leben gezogen hat und mit sich Elend und Wut und Trauer mit sich bringt. Da, wo vorher jemand war, ist auf einmal niemand mehr und diese Lücke ist auf einmal da in diesem Leben. Wie so ein schwarzes Loch saugt der Tod nicht nur die geliebten Menschen in sich mit hinein, sondern nimmt mit sich gleich auch jegliche Lebensfreude mit. So ein tödlicher Riss im Leben hat für Hinterbliebene oft verheerende Folgen. Er verursacht Schmerzen und tiefes Leid. Und vielleicht macht sich die Witwe auch noch Vorwürfe, hätte sie doch die kostbare Zeit, die sie mit ihrem Sohn hatte, besser genutzt. Hat sie alles mit ihm besprochen oder waren da noch unschöne Worte? Vielleicht klagt sie Gott an. Wir wissen nicht genau, wie es ihr im Innern geht und was sie macht, aber was wir wissen, ist, dass in ihrer Situation etwas passiert, sich etwas verändert, etwas Unvorhergesehenes kommt. Jesus begegnet ihr. Meine Oma hat den Zweiten Weltkrieg erlebt und sie ist seit einigen Jahren Witwe. Und sie sagt, viel schlimmer als das, was alles damals in Deutschland auch passiert ist, war es später in ihrem Leben, ihren Sohn beerdigen zu müssen. Und ich glaube, dass niemand, der nicht ein eigenes Kind beerdigt hat, weiß, wie es sich anfühlt, so etwas tun zu müssen. Wir erleben nicht alle dasselbe Leid, wie die Witwe oder wie meine Oma und andere. Aber wir erleben alle in der ein oder anderen Weise Leid in unserem Leben. Wir erleben Trauer nicht immer durch ähnliche Erfahrungen, aber wir alle haben Erfahrungen mit Trauer.
Nicht nur der Tod oder der Verlust des eigenen Kindes ist extremes Leid und macht dich innerlich kaputt, bringt dich zum Weinen und zum Verzweifeln, sondern auch Krankheit, die Trennung von geliebten Partnern, die jahrelange Pflege von geliebten Angehörigen, der Verlust von Arbeitsstellen, ja sogar auch Corona bringt mit sich Einschränkungen, die uns trauern lassen. Wir trauern um das, was war und nun nicht mehr ist. So viele, viel zu viele Menschen haben gerade in dieser Corona-Zeit Menschen verloren, die ganz allein gestorben sind. Und viele andere und viele von uns fühlen sich gerade einsam und alleingelassen in dieser Zeit. Wir vermissen andere Menschen. Das alles kann Leid und Trauer und Schmerzen mit sich bringen, verursachen. Das heißt, auch wenn wir nicht alle dasselbe Leid erleben, wissen wir doch, wie es sich anfühlt zu leiden oder etwas Kostbares, Liebgewonnenes loslassen zu müssen. Für die Witwe kam zu diesem schrecklichen Verlustgefühl noch etwas sehr erschwerend hinzu. Neben dem persönlichen Verlust ihrer liebsten Menschen hatte sie jetzt keine Lebensgrundlage mehr. Als Frau ohne Mann, ohne Sohn, ohne Familie warst du in der damaligen Zeit völlig aufgeschmissen. Als Frau warst du ohne Mann und ohne Familie ein wertloses Stück Dreck, ein Niemand. Du hattest damals kein eigenes Einkommen oder konntest arbeiten gehen. Und wir müssen nicht lange zurückgehen, seitdem Frauen arbeiten dürfen. Das ist erst in den 60er, 70ern und nach den Kriegen natürlich immer als Ausnahmesituation passiert. Du konntest nicht einfach arbeiten gehen und dir deinen Lebensunterhalt verdienen. Die einzigen Möglichkeiten, die ihr jetzt noch blieben, war, entweder erbarmt sich ihr ein anderer Mann und versorgt sie, oder sie geht betteln und bittet um Almosen, oder sie geht sich prostituieren. Frauen sind damals auf ihre Familie existenziell angewiesen gewesen. Sie hat jetzt aber niemanden mehr, der sie versorgt. Durch den Tod ihres Mannes und ihres einzigen Sohnes hat sie also nicht nur zwei geliebte Menschen verloren, sondern schlichtweg alles. Ihr Leben war wie so ein Totalschaden. Aber nicht nur sie leidet an dieser Situation. Manchmal vergisst man über das eigene Leid, dass noch viel mehr Menschen davon getroffen und berührt sind. Ihre Freunde, ihre Bekannten, alle, die mit ansehen und miterleben, wie ihre gute Freundin leidet, auch sie fühlen mit der Witwe mit. Was für die Witwe der Verlust ihres Sohnes ist, ist für andere der Verlust eines geliebten Freundes, eines Kameraden, eines Kollegen. Und wenn einige aus dem Dorf Nain den Tod noch nur lose gekannt haben, so ist doch plötzlich und unerwartet aus ihrer Mitte jemand gestorben. Und das lässt einen erstmal nicht los. Das beschäftigt sie und lässt sie in Gedanken und Gefühlen nicht los. So ein Verlust lässt uns doch auch nicht los. Wenn wir wieder hören, dass die Glocken klingen und ankündigen, dass jemand gestorben ist. Es wühlt uns auf, es berührt uns. Und meine Frage ist, berührt es eigentlich auch Gott? Kümmert es in dem Moment auch Gott? Die Geschichte der Witwe geht weiter. Die Geschichte bleibt in diesem Leid nicht stehen. Mitten in ihrem Schmerz, mitten in ihrer Trauer und der entsetzlichen Erkenntnis, dass sich ihr Leben für immer verändert hatte, traf die Witwe Jesus. Gerade als sie an der Spitze des Trauerzugs aus dem Stadttor schritt, laut wehklagend über den Verlust ihres Sohnes, mit der Trauer kämpfend und zerrissen im Leid, kam ihr diese große Menschenmasse entgegen. Jesus kam ihr entgegen. Normalerweise hätte jeder in diesem Trauerzug erwartet, dass alle aus der fremden Menschenmenge zur Seite gehen und Platz machen, vielleicht noch ein wenig anteilsvoll den Kopf senken. Es war schon von Weitem zu sehen und durch die Klageschreie auch laut zu hören, dass diese andere Gruppe, die da kommt, ein Beerdigungszug ist.
Es hätten alle auf Seite gehen müssen. Aber einer geht nicht auf Seite. Einer geht der Trauer der Frau nicht aus dem Weg. Jesus geht nicht zur Seite. Jesus geht der Trauer dieser Frau nicht aus dem Weg. Jesus sieht diese Frau. Er sieht sie an und ist tief getroffen. Ihr Leid, ihre Trauer berühren ihn. Er hatte nicht einfach nur tiefes Mitleid mit ihr, sondern vom griechischen Wort esplanthniste aus müsste man sogar sagen, dass es ihn innerlich zerreißt. Ja, dass sich ihm sprichwörtlich die Eingeweide umdrehen, was äußerst schmerzhaft ist. In dem Moment, als Jesus die Frau sieht, wird er mit ihrer Situation, ihrem Schmerz und ihrer Trauer konfrontiert. Und Jesus leidet mit ihr mit. Es zerreißt und es erschüttert ihn innerlich. Nicht, weil ihm Sterben und der Tod so schrecklich wären, nicht wegen dem Toten selbst, sondern weil ihn das Schicksal der Frau so mitnimmt. Weil ihm die Trauer und das Leiden der Witwe ganz einfach nicht egal sind, sondern nahe gehen. In dem Moment, wo Jesus die Frau in ihrem Leiden sieht, da kann er gar nicht anders, als ihren Schmerz mit ihr zu fühlen und für sie da zu sein. Weil Jesus so ist. Weil Jesus barmherzig ist. Und das ist dasselbe Wort, was wir dafür benutzen. Dieses Wort esplanthniste, was wir mit Mitleid oder innerlich zerrissen übersetzen, ist das Wort barmherzig. Und wieder frage ich mich, hat sich das heute bei Gott verändert? War das Leiden der Witwe vielleicht so speziell, dass sich Jesus hier außergewöhnlich verhalten hat? Oder ist das bei ihm heute noch so? Manchmal, wenn ich wieder mal sehr krank bin oder auch nur so ein bisschen krank, aber es sehr deutlich spüre und mich frage, wie ein mitfühlender Gott so eine ätzende, elendige Krankheit überhaupt zulassen kann, dann merke ich, dass mich gar nicht so sehr diese Warum-Frage quält. Die stelle ich mir grundsätzlich erstmal und dann habe ich damit zu tun. Aber nach und nach ändert sich mein Fragen und es ist nicht so sehr die Frage, warum lässt du das zu, sondern es ist mehr die Frage, Herr, ist dir eigentlich gerade egal, wie es mir geht? Siehst du mich? Kümmert es dich? Oder bin ich dir vielleicht egal? Gehst du meinem Leiden, meiner Trauer, meinem Schmerz aus dem Weg? Oder bist du auch in diesen Zeiten für mich da? Und vielleicht kennst du die Fragen von dir aus ganz ähnlichen Situationen. Siehst du mich, Gott? Bin ich dir vielleicht egal? Kümmert es dich, wie es mir geht? Wenn ja, wo bist du in meiner Trauer? Ich glaube, dass der Text uns auf diese Fragen tatsächlich eine Antwort gibt. Jesus ist Gott und deshalb reagiert hier gerade Gott auf die Witwe. Hier zeigt Gott der Witwe, dass er sie in ihrem Leid sieht, dass sie ihm nicht egal ist, sondern dass es ihn innerlich zerreißt, sie so leiden zu sehen. Dass er ihrer Trauer nicht aus dem Weg geht, sondern in ihrer Trauer auf sie zugeht, für sie da ist. Und dasselbe gilt auch noch für uns Menschen heute. Wenn also irgendwo im Mittelmeer Menschen auf der Flucht vor Hunger, Krieg und Armut qualvoll ertrinken und sterben und es scheinbar kaum noch jemanden wirklich kümmert, weil wir mit unserer Maskenpflicht beschäftigt sind, dann sagt Gott uns in diesem Text, ihm ist es nicht egal. Es kümmert ihn, wie es den Menschen geht auf der Flucht. Es kümmert ihn, wenn Menschen trauern und leiden oder schmerzhafte Dinge erfahren oder mit Schicksalsschlägen zu kämpfen haben. Gott leidet schmerzhaft mit uns mit und das gilt auch für dich und für mich, dass Gott uns sieht, auch in unserem Leid und in unserer Trauer. Und deswegen höre dieses Wort auch nochmal, du bist Gott nicht egal. Es kümmert ihn zutiefst, wie es dir geht.
Und weil ihm das Leiden der Menschen und dieser Witwe eben nicht egal sind, deswegen geht Jesus dieser Situation auch nicht aus dem Weg, geht Gott unserem Leiden nicht aus dem Weg, sondern geradewegs auf uns zu und spricht zu der Witwe: Weine nicht. Weine nicht. Klar, im Nachhinein wissen wir, dass immer dann, wenn Jesus auftaucht und etwas Ungewöhnliches sagt, dass dann meistens auch etwas Außergewöhnliches passiert. Aber ehrlich, zu einer Witwe, die gerade ihren Sohn verloren hat, zu sagen, weine nicht. Für die Menschen muss das, was Jesus hier gesagt hat und auch getan hat, ganz schön verstörend gewesen sein. Und ohne so richtig zu wissen, wie ihr geschah und wie sie auf diese Worte reagieren soll, geht Jesus an der Witwe weiter vorbei, auf den Toten zu und berührt die Bahre. Überrumpelt und verwirrt bleiben die Träger der Bahre stehen. Du versuchst reinzuleben, deswegen begräbst du die Toten außerhalb der Stadt. Und dieser Jude, dieser Rabbi, hat gerade die Totenbahre angepackt, was einen sowas von unrein macht. Zumindest in dem damaligen Denken. Doch bevor auch nur irgendjemand reagieren kann und irgendetwas sagen kann, ergreift Jesus das Wort. Und dann spricht er nicht zu dem Menschen und er spricht auch nicht nochmal zu der Witwe, er spricht auch kein Gebet, sondern er spricht diesen Toten an. Jesus fängt an, mit einem Toten zu reden. Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Und dann geschieht das Unerklärliche. Der Tote richtet sich auf und fängt an zu reden. Jesus hat gerade vor den Augen zweier riesiger Menschenmassen einen Toten zurück ins Leben geholt. Jesus hat vor den Augen der Witwe ihren gerade noch toten Sohn wieder ins Leben geholt. Vielleicht hat er schon geahnt, dass er das machen wird und hat deswegen zu ihr gesagt, weine nicht. Was für eine unfassbare Geschichte. Da kann ich noch so viel hin und her überlegen und versuchen, mir diesen Text zu erklären. An dieser Stelle stehe ich da und sage, das übersteigt meinen Verstehenshorizont. Das kapiere ich nicht, wie das geht. Das übersteigt aber auch meinen Erfahrungshorizont. Ja, ich habe schon erleben dürfen, wie krasse Heilungen passiert sind und viele andere Wunder und Dinge. Aber ich habe noch nie erlebt, wie Gott einen Toten ins Leben zurückgeholt hat. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht da auch andere Erfahrungen schon gemacht habt. Das übersteigt alles, was ich kenne, und ich gehe mal davon aus, auch die meisten von euch haben diese Erfahrung noch nicht mit Gott gemacht. Und dennoch steht es hier bezeugt, Jesus hat eben nicht nur die Macht, Krankheiten zu heilen, nein, sogar Tote macht er wieder lebendig. Und diese Macht, da sind wir uns, denke ich, alle einig, diese Macht hat kein Mensch. Diese Macht hat nur Gott. Und das hat auch die Menschenmenge damals kapiert. Kein Wunder, dass sie außer sich waren. Alle, die dabei waren, haben erkannt, dass Jesus nicht einfach ein guter Arzt und Heiler ist, sondern dass Gott selbst hier am Werk war. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Bewegt von der Trauer der Frau hat Gott ihr in ihrer großen Not geholfen. Und wir heute, ja, manchmal heilt Jesus und oft genug erleben wir auch, dass er nicht heilt, dass er nicht eingreift. Also was bringt mir dieser Text? Soll ich mich mit dieser Frau einfach nur mitfreuen? Ich habe noch nie erlebt, dass Jesus Tote wieder zurück ins Leben geholt hat. Aber ich habe erlebt, dass Jesus auch mir in meiner Trauer entgegengekommen ist und mir geholfen hat. Ich habe damals vor 8 Jahren, als das mit Papa passiert ist, ich hatte das schon mal erzählt, dann war ich auf den Knien und als es hieß, er stirbt, habe ich gesagt, okay, Jesus wie Lazarus. Papa ist doch auch dein Freund gewesen, also bring ihn wieder zurück ins Leben.
Und Papa ist trotzdem gestorben. Und auch zur Zeit von Jesus sind ja viele Menschen gestorben. Also nach dem zu urteilen, wie viele zur Zeit von Jesus gestorben sind und in diesen 2000 Jahren, gehe ich davon aus, dass dieses Erlebnis mit der Toten, mit dem Zurückholen in dieses Leben von Toten eher die Ausnahme als die Regel ist. Jesus holt also nicht einfach jeden ins Leben zurück und manchmal frage ich mich, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist es vielleicht Schuld oder mangelnder Glaube? Das sind ja so naheliegende Fragen, die dann kommen. Aber in der Geschichte steht nichts von Glauben. Da steht auch nichts von Schuld oder Sünde. Jesus erbarmt sich, leidet mit, nicht weil da jemand ist, der an ihn glaubt. Weder die Menschenmenge, noch seine Jünger, noch irgendwie die Witwe, da steht nichts von Glauben, sondern einfach, weil er von dem Leiden der Witwe tief berührt ist. Und das ist genau das, was ich eben meinte, als ich sagte, Gott ist barmherzig. Es hat was mit unserem Gott zu tun. Das bedeutet eben, dass er innerlich angerührt ist, dass er mitweint, mitklagt, innerlich bewegt ist, mir in meiner Trauer nahe kommt und mit mir mein Leid und meine Trauer teilt, mir hilft, sie zu tragen und auch da, wo ich sie nicht tragen kann, sie für mich zu tragen. Und dann gibt es da keinen Glauben, der für seine Barmherzigkeit irgendwie eine Voraussetzung wäre. Es ist also egal, wie nah oder wie fern du dich gerade fühlst, ob du jetzt viel oder wenig an ihn glaubst, ob du ihn schon mal erlebt hast oder nicht. Dass Jesus, dass Gott mit uns mitfühlt, mit uns mitleidet, das hat etwas mit ihm zu tun, seinem innersten Wesen. Gott hat Erbarmen mit uns. Ganz einfach, weil wir Menschen ihm nicht egal sind, weil es ihn kümmert in jeder Lebenssituation. Und das drücken wir so oft so einfach aus, indem wir sagen, weil Gott dich lieb hat und deshalb bist du ihm auch nicht egal. Ja, Jesus hat in dem speziellen Fall der Witwe so eingegriffen, dass er ihr ihren toten Sohn zurückgab. Warum er bei ihr so gehandelt hat, bei uns anders, keine Ahnung. Vielleicht helfen dir folgende Gedanken. Der Jüngling musste nochmal sterben. Der ist zurückgekommen, aber der musste nochmal sterben. Und wenn wir die Alternative sehen und am Kreuz Christi hören, dass er Macht über den Tod hat und auch die Möglichkeit gibt, uns alle auferstehen zu lassen zu einem neuen Leben, wo du dann nicht mehr nochmal stirbst, dann ist vielleicht die Alternative, die Gott für jeden von uns vorgesehen hat, besser, als jeden Menschen immer wieder in dieses Leben zurückzuholen und erneut sterben zu lassen. Für uns Christen ist das Kreuz der tiefste Ausdruck dafür, dass Gott auch Gefühle hat. Und dass Gott in diese Welt hinausschreit, es tut mir leid. Es tut mir vom Herzen leid. Es tut mir weh, wie es euch geht. Jedem Einzelnen. Am Kreuz schreit Gott hinaus in diese Welt, es tut mir leid, was du durchmachst. Aber ich fühle, was du fühlst. Ich leide, was du leidest. Und ich leide noch weitaus mehr. Ich leide mit jedem von euch mit. Und das tue ich nicht, weil mir Schmerzen so super sind, sondern weil ich dir darin helfe. Weil der Gott, der mit uns leidet, der Gott ist, der im Leiden neue Wege für uns eröffnet und uns zeigt, auch hier bin ich da, auch hier gehe ich mit, weil du mir nicht egal bist. Thank you.
Wir haben eben gehört, dass wir Gott nicht egal sind, dass er mit uns leidet, dass er mit uns durch unsere Trauer, durch unser Klagen geht und dass Gott barmherzig ist und er für Hoffnung und Frieden sorgen kann. Und dafür möchten wir jetzt gemeinsam beten. Gott, du denkst Gedanken des Friedens. Dein Herz will unsere Herzen bewegen, damit wir als Menschen immer wieder aufeinander zugehen und uns miteinander versöhnen. Wir bitten dich für die Menschen, die gegenwärtig in Kriegs- und Krisenregionen leben. Schenke den Opfern von Gewalt und Terror Unterstützung. Gib denen, die sich um die Verletzten und Sterbenden kümmern, die Kraft, die sie benötigen. Führe die Herzen derer, die Gewalt anwenden, zur Einsicht und Umkehr. Du Gott des Friedens, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die durch Kriege und Krisen Angehörige und Freunde verloren haben, schenke ihnen Trost. Bewahre sie vor Verzweiflung, Bitterkeit und Hass. Du Gott des Friedens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die weltweit Opfer von Pandemien werden, die unter Hunger, Armut und Obdachlosigkeit leiden, die nur geringe Bildungsmöglichkeiten haben, sowie für alle Menschen auf der Flucht. Begleite sie mit deiner Fürsorge. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie unterstützen. Segne alle, die sie medizinisch, spirituell und psychologisch begleiten. Du Gott des Friedens, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst, die wir im Frieden leben, bewahre uns vor Gleichgültigkeit. Stärke uns aus deinem Geist, solidarisch zu handeln in unserem eigenen Land und weltweit. Du Gott des Friedens, wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott des Friedens und der Liebe, wir danken dir, dass du uns begleitest und uns den Weg zeigst. Dein Geist bestimme unsere Haltung und erleuchte unser Gewissen, um in unserer Zeit zu leben. Dein Geist bewege unsere Herzen, damit wir unsere Gaben einsetzen zum Wohl der ganzen Welt, heute und in alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Für den nächsten Punkt bitte ich euch bitte als Gemeinde zu erheben. Anneliese Brück aus Günderoth, die Mutter unserer Gemeindeglieder, Mitglieder Sabine Schreiner und Hans Brück, ist am vergangenen Samstag, an der Nacht zum Samstag, in Marburg im Uniklinikum in der Notaufnahme verstorben. Wir trauern um Anneliese Brück und alle Angehörigen. Die Beerdigung wird sehr wahrscheinlich am kommenden Freitag, den 20.11. stattfinden. Ich bete. Lieber Vater, wir haben gerade gehört von dem Heimgang von Anneliese Brück. Wir bitten dich besonders um Arno und Sabine Schreiner mit ihrer Familie und auch um Hans und Michelle Brück mit ihrer Familie. Begleite sie in diesen schweren Stunden dieser Zeit des Abschiednehmens, das zu verarbeiten, was da passiert ist. Begleite sie in ihrer Trauer, sei du ihnen ganz nah, gib du ihnen Kraft und Mut und Trost und begegne ihnen immer wieder in ihrer Situation. Wir legen das in deine Hand und bitten dich um Frieden für die Angehörigen, für alle Betroffenen, für diese Situation. Danke, dass du als Gott da bist. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Wir haben auch in dieser Zeit einige Kranke und ältere Geschwister. Stellvertretend nenne ich heute nochmal den Helmut Schreiner, der ja verletzt war
Dann nochmal Annie Assmann mit dem Oberschenkelhalsbruch und ganz besonders auch Leni Rundsheimer aus Gladenbach. Sie ist Bad Nauheim in der Kerkhoff-Klinik, kommt am Dienstag wahrscheinlich nach Hause, muss sich aber nochmal einer Operation unterziehen. Denkt an Leni, denkt auch an Pia, an Carmen und an Wolfgang. Heute vor 8 Monaten, am 15. März, hatten wir keinen Gottesdienst. Aber seitdem, danach die Woche, war jeden Sonntag ein Gottesdienst zu hören oder ab Mai dann auch wirklich Präsenzgottesdienst und Livestream-Gottesdienste. Eigentlich Grund zu danken, auch in dieser Zeit. Trotzdem gibt es einige Menschen, die wir seit dieser Zeit nicht gesehen haben. An dieser Stelle mal ein Gruß an alle, die irgendwo zu Hause sind oder irgendwo von dem Gottesdienst und von unserer Gemeinde hören. In den vergangenen Wochen hatten einige Geburtstag und auch heute hat jemand Geburtstag, deswegen nenne ich heute stellvertretend den Markus Hiller. Der Tillmann nimmt bestimmt Grüße mit, falls er es nicht im Livestream sieht. Noch ein Vers aus der Losung von heute. Bisschen herausfordernd, aber ich denke für jeden anspruchsvoll und danach erstrebenswert. 2. Timotheus 2, 22. Jage nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen. Generell schon gut, dem nachzujagen, aber hier steht dann, die dem Herrn anrufen aus reinem Herzen. Jage nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allem, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Margaret Ziegenhardt bedankt sich für all eure Mithilfe. Es wurden so viele Kleider, Winterkleider und andere Sachen gesammelt für den Libanon. Es waren hier aus der Gemeinde 87 Kisten und einen Rollator von Bickers. Und insgesamt über 1000 Kartons und Kisten, die in den Libanon gehen. Ich glaube, ab morgen gehen sie Richtung Beirut per Schiff. Ja, vielen Dank. Wir haben heute schon öfter gehört von dem Volkstrauertag. Die Trauerfeier oder Gedenkfeier auf dem Friedhof entfällt wegen Corona. Und in der kommenden Woche haben wir Buß- und Bettag. Ich weiß, es sind viele von uns, die jederzeit oder jeden Tag beten. Wir wollen es aber mal bewusst machen, ein 24-Stunden-Gebet. Die Liste liegt draußen im Foyer, tragt euch bitte jetzt ein, im Anschluss oder auch im Internet. Ist die Liste auch zu sehen unter Rubrik Gemeinde auf unserer Homepage. Und man kann sich anmelden, unter ist auch eingegeben im Internet, unter gemeindeleitung@feg.de. Da kann man sich nur eintragen, an welcher Stunde man sagt, ich bin bereit, präsent zu sein für die Gemeinde, für andere Menschen, in der Stunde mal da zu sein und zu beten. Da gibt es eine Rubrik, dass man eintragen kann, entweder von zu Hause aus oder gegenüber in dem kleinen Saal haben wir einen Gebetsraum. Auch dort kann man sich einfinden, um zu beten. Von Dienstag 20 Uhr bis Mittwoch 20 Uhr an dem Buß- und Bettag. Eine Stunde mit einer Person oder mit zwei Personen, das, was möglich ist. An Gott denken, an die Gemeinde denken. Vielen Dank, wenn ihr da teilnehmt. Ja, dann haben wir nächsten Sonntag den Totensonntag. Dort wird im Gottesdienst Daniel Schäfer sein und predigen. Und er wird auch jetzt noch etwas weitergeben. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so. Die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert.
Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Deutschlandweit, überkonfessionell, einmalig. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Ja, dieses Jahr Advent wird ganz anders. Viele Traditionen, die wir haben, werden leider nicht stattfinden. Wir werden nicht auf Weihnachtsmärkte gehen können. Es wird keine großen Weihnachtsfeiern stattfinden. Und wie der Heiligabend aussieht, das wissen wir jetzt auch noch nicht genau. Und so viel wird uns dann fehlen. Und mit diesen Gedanken haben sich schon die letzten Monate viele Menschen auseinandergesetzt und sich gefragt, wie können wir denn Weihnachten dennoch neu anders erleben? Und da gibt es eine ökumenische Bewegung aus Karlsruhe, wo sich ganz viele Gemeinden und Gruppierungen angeschlossen haben und Vereine und gesagt haben, das müssen wir ändern. Wir wollen dieses Jahr Weihnachten neu erleben. Und das wollen wir auch in unserer Gemeinde machen. Dazu lade ich euch ein. Und dazu gibt es zwei verschiedene Angebote bis jetzt. Mal schauen, was noch kommt. Das erste ist, es gibt ein Buch, 24 Mal Weihnachten neu erleben. Dieses Buch hat für jeden Tag ein Input zu verschiedenen Themen, die sich mit der Weihnachtsgeschichte auseinandersetzen. Es geht, wie gesagt, jedes Mal darum zu schauen, neu darauf zu blicken, auf den Aspekt des einzelnen Tages. Und ich lade euch ein, dieses Buch zu kaufen und es gemeinsam mit jemand anderem zu lesen. Sucht euch eine weitere Person. Muss nicht, aber kann auch der Partner sein, es kann der beste Freund sein. Man kann ja auch einfach telefonieren und gemeinsam durch diese Adventszeit gehen. Dieses Buch kann man natürlich auch bei uns im Kolibri kaufen und es wäre richtig gut, wenn ihr euch in der Liste eintragt oder im Kolibri anruft, wenn ihr ein Buch haben wollt, damit die nicht zu viele oder zu wenige bestellen. Dankeschön dafür. Liste liegt vorne im Foyer aus. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar für die, die online unterwegs sind, lade ich euch ein, jeden Adventssonntag abends von 18 bis 19 Uhr bei dem Programm Zoom dabei zu sein. Und zwar wollen wir uns dort mit jeweils einem Thema auseinandersetzen. Es gibt in diesem Buch immer ein Wochenthema. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen und eine Stunde lang darüber ins Gespräch kommen, es vertiefen und dann uns gemeinsam auch motivieren, weiter daran zu bleiben, dieses Buch zu lesen und uns ja, diese Adventszeit zu gestalten. Ich habe ja schon mal die Daten aufgeschrieben für das Meeting und sowas, aber müsst ihr euch jetzt nicht merken. Das bekommt ihr alles noch und für weitere Fragen könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben und eine WhatsApp und dann folgen noch alle weiteren Infos. Das bis jetzt und lasst uns gemeinsam dieses Jahr Weihnachten neu erleben. Lasst uns gemeinsam dieses Jahr Weihnachten neu erleben. Das wird spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie das so wird in der Weihnachtszeit. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, euch zu verabschieden, euch noch einen gesegneten Sonntag zu wünschen. Geht raus, das Wetter ist schön. Und wenn ihr gleich den Saal verlasst, habt ihr hinten am Ausgang noch die Möglichkeit, für die Arbeiten der Gemeinde zu spenden. Und diejenigen, die heute nicht hier sind, haben aber auch die Möglichkeit, auf das Bankkonto der Gemeinde etwas zu überweisen, zu spenden. Vielen Dank dafür. Ich spreche uns jetzt noch den Segen zu und bitte alle dafür aufzustehen, soweit es Ihnen möglich ist. Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. So segne dich der gütige Gott. Amen.